Roski-Team, mein Name ist Selma und damit ganz herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr Beats bauen könnt für Raf Camora, Jizzes und Luciano. Die drei haben ja einen neuen Song rausgebracht, Alles Black auf Jizzes Album. Und ich habe ein Beat in diesem Style gebaut, überwiegend so Dancehall, aber mit so einem nicen Trap-Switch-Up, der aber sehr interessanter Trap-Teil ist, also nicht so 0815. Drum-Switches, ich zeige euch Sample, Arrangement, Drums, alles, was ihr wissen müsst. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich direkt in FL Studio. Ganz kurz vorweg, ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Channel abonniert und die Glocke aktiviert. Glocke ist mega wichtig, damit ihr alle Videos seht. Ihr wollt ja nichts verpassen, damit ihr so coole Videos wie das hier seht. Gerne Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und let's go, wir sehen uns in FL Studio. Ei, da sind wir in FL Studio und ich würde sagen, als erstes zeige ich euch einmal den Beat, damit ihr wisst, worum es heute geht. Dann der Chorus, der klingt so. Und hier ist der Trap-Switcher, von dem ich gesprochen habe. Yes, Sir, ich finde ein sehr cooler Beat. Wie gesagt, sagt mir gerne, was ihr dazu denkt und wie ihr den Beat findet in der Beschreibung. Den ganzen Beat findet ihr auch auf meinem Typebeat-Channel. Ist in der Beschreibung verlinkt. Würde mich auch freuen, wenn ihr den auschecken würdet. Und was ich auch noch ansprechen wollte, Mittwoch um 18 Uhr gibt es den ersten Stream hier auf YouTube. Seid unbedingt dabei, sagt es allen euren Freunden. Mittwoch 18 Uhr hier auf dem Channel. Be ready, ich warte auf euch. Den Beat habe ich angefangen mit diesem Sound und dieser Melodie. Mir ist aufgefallen, dass in der Melodie die irgendwie so tief anfing und dann nach oben ging. Das habe ich hier auch so nachgestellt. Zu der Melodieverlauf kann ich ansonsten nicht so viel sagen, weil ich das einfach nach Gehör gemacht habe. Und wir haben dann hier eigentlich zwei Noten, zwei Root Notes, zwei Chords, die sich abwechseln. F Sharp und E da runterliegen. Und ja, ansonsten klingt nur die Melodie so. Ganz genau, wenn ihr wissen wollt, welcher Omnisphere-Patch das ist, was ich bei den Effekten etc. gemacht habe, dazu gibt es ein extra Video für alle Member. Das ist nämlich was ich jetzt neu aktiviert habe. Ihr könnt unten sehen, da dieses Join steht da. Ich habe zwei Klassen, einmal Bedroom Producer und einmal Industry Producer. Bei Bedroom Producer könnt ihr schon sehen, da mache ich ein extra Video. Alle Effekte, alle Presets, die ich benutzt habe, zeige ich euch alles, falls euch das im Detail interessiert. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das auschecken würdet. Vielen, vielen Dank, wer das macht. Und bei Industry Producer habt ihr sogar die gleiche Placement Opportunities wie das, was ich letztens gemacht habe. Das heißt, ihr kriegt monatlich Loops von mir, könnt die zurückschicken und ich schicke die dann an große Künstler wie Absent, Lyron Dash etc. raus. Würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr das auschecken würdet. Wie gesagt, hier bei dem Beat sind die Effekte auch relativ wichtig, ne? Also auch Master. Ich zeige euch da alles, was ihr da rundum wissen müsst. Dann habt ihr einfach noch ein detailreicheres Video. Aber das Video wird natürlich trotzdem genauso sein wie sonst auch immer. Aber das dann einfach nur noch ein Schritt weiter, wenn euch das noch weiter interessiert. Vielen, vielen Dank an alle, die das auschecken. Wir machen jetzt aber mit dem Video weiter. Dann haben wir hier im zweiten Teil etwas, einfach so ein Pad-mäßig, was darüber gelayert ist. Kommt hier im ersten Aufbau F-Sharp, da haben wir dann die Quinte Cis drüber und oben wieder F-Sharp. Keinen ganzen Akkord, weil ich finde, dann wäre das hier ein Major-Akkord und dann wird das so zu happy klingen. Ich wollte ein bisschen diesen dunklen, mystischen Vibe und das kann man ganz gut kriegen, wenn man die Terz weglässt, um halt nicht diesen Major-Akkord zu kriegen. Das füllt es einfach nur ein bisschen auf in der Pre-Hook und in der Hook. Nichts Besonderes sonst. Als nächstes eine Four-on-the-Floor-Kick. Was soll man dazu sagen? Einfach auf jeder Viertel halt eine Kick. Und diese Bassline, die ist schon so ein bisschen interessanter. Wir haben immer hier diese drei am Anfang und dann eine Abwechslung im zweiten Teil auf den Unzählzeiten. Also eins, hier diese Sechzehntel und hier auf der Unzählzeit und dann das. Das loopt sich so durch, sorgt einfach für einen schönen Bounce und unterstützt so die Kick. Letztes Element, was noch dazu kommt, ist dieses Perk. Immer auf der 1 und habe ich das dazu gepackt. Das füllt einfach den Beat ein bisschen auf und gibt dir noch so einen gewissen Flavor. Ansonsten haben wir hier noch die Riser. Das ist übrigens ein weiterer Vorteil vom Industry Producer Plan, den ihr euch holen könnt als Member bei mir. Diese Sounds werden in einem Featured Drum Kit drin sein und als Industry Producer kriegt ihr Previews von Drum Kits und Loop Kits, bevor die überhaupt rauskommen. Komplett for free natürlich da. Also wenn euch diese Sounds interessieren, checkt das unbedingt aus. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dieser Part klingt dann so. In der Hook kommt dann erstmal eine ganz normale Dancehall-Snare dazu. Das ist diese. Immer hier auf dieser Sechzehntel und dieser halben. Das ist so dieses typische Dancehall-Pattern. Macht man eigentlich genau immer so. Nur am Ende habe ich die hier ein bisschen vorgezogen, um so einen kleinen Switch-Up zu machen und das dann wieder in den Anfang vom Loop zu leiten. Klingt dann nur mit der Snare so.
Da hat man schön gesehen, wie dieses Ende so ein bisschen den Bounce upswitcht und dann wieder in die 1 leitet. Ganz klassisch darüber ein Achtel-Hi-Hat-Pattern mit bisschen Velocity sehen wir hier. Und dann ist die Hook auch schon ready an der Stelle. Im zweiten Teil kommt dann noch eine Open-Hat dazu, die sorgt einfach für eine gewisse Steigerung. Und hier haben wir schön den Übergang in den Trap-Part gehört. Ich finde, der klingt wirklich sehr cool. Kommen wir mal dazu. Und zwar die Snare ist dann natürlich hier schön auf der 3 und der 7, wie es für ein Trap-Beat gehört. Was sich in der Melodie ändert, ist, wir haben nur noch diesen Main-Sound, aber eine Oktave tiefer. Klingt dann so. Wie gesagt, die Snare so. Dieser Sound bleibt gleich. Der Bass bleibt auch 1:1 gleich. Und in der Kick haben wir so ein paar Veränderungen. Also, was heißt ein paar Veränderungen? Eigentlich sehr viele Veränderungen. Wir hatten die ja vorher Four on the Floor. Jetzt haben wir hier diesen Teil, der von quasi den Basslauf nachspielt. Der ist ja genau so an dieser Stelle. Und hier spielt die dann zwischen den beiden Bässen. Die sind hier und hier. Die Kick spielt dazwischen, sorgt einfach für einen geilen Bounce. Und am Ende spielt es dann den Bass 1:1 mit, um wieder in die 1 einzuleiten. Hi-Hat-Pattern, nothing special. Immer noch das Achtel-Pattern. Wir haben nur hier kurz vor der Kick ein Roll und hier ein Roll, der wieder in die 1 einleitet. Und so ein paar rumgepitchte Hi-Hats, die auch ein bisschen Bounce dazugeben. Da klingt die Stelle so. Auch hier kommt im zweiten Teil eine Open-Hat dazu, die für ein bisschen Steigerung sorgt. Und dann haben wir das gleiche hier wie im Original. Der erste Teil ist so ein leichter Trap-Part, der aber so nicht diesen 0815 Trap-Bounce hat, sondern so ein bisschen anders ist. Und dann geht es wieder in einen Vorne-Floor-Teil, der dann den zweiten Teil des Parts bildet. Habe ich hier den Übergang gemacht, die Hi-Hat auf der Snare abgeschnitten und die Kick quasi schon so gecuttet, dass sie hier schon anfängt, Vorne-Floor zu spielen, um ein bisschen in den Teil einzuleiten. Und mit diesem Riser hier klingt das Ganze dann so. Der ist von den Drums her 1:1 wie die Hook und das Sample bleibt hier quasi gleich, also einfach eine Oktave tiefer. Dann kommt wieder die Bridge, die ist sehr ähnlich wie die hier, nur dass im ersten Teil die Kick fehlt, einfach um ein bisschen Drive aus dem Beat zu nehmen und nicht die ganze Zeit diese Kick on the floor penetrant spielen zu lassen. Kommt dann aber im zweiten Teil dazu, sorgt dafür, dass es sich wieder aufbaut und dann geht es in die Hook, die genauso ist wie die erste. Und der Part hier ist eigentlich auch genauso wie der erste, ich habe nur einen kleinen Cut hinzugefügt. Das ist dieser hier, die Hi-Hat spielt auf der 1 und kommt dann auf der 3 wieder rein. Hier ist sie kurz abgeschnitten, sorgt einfach für so einen kleinen Überraschungseffekt, der einfach für ein bisschen Abwechslung sorgt und den Bounce ein bisschen anders macht. Klingt an der Stelle so, finde ich, ein cooles Detail in dem Beat. Hier dann wieder der gleiche Übergang, die Bridge genauso wie die zweite Bridge, wie diese hier. Die Hook ist so wie immer und am Ende haben wir einfach nur das Sample, was ausspielt und dann ist der Beat auch schon komplett. Sagt mir unbedingt in den Kommentaren, was ihr denkt. Checkt sehr, sehr gerne die Memberships ab, falls euch jetzt noch FX interessieren, die Presets interessieren etc. Und natürlich, wenn ihr Industry Producer seid, könnt ihr Big Baba Boo Placements zusammen mit meinen Loops machen, die ihr immer kriegt und ihr kriegt Drum Sounds zugeschickt. Würde mich sehr, 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 sehr unterstützen, wenn ihr das auscheckt. Das hilft mir natürlich weiter, meinen Traum zu realisieren, sage ich jetzt mal. Und ja, abonniert gerne den Channel mit Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.